Ich darf jetzt Barbie Markovic willkommen heißen. Barbie Markovic wurde 1980 in Belgrad geboren. Sie hat Germanistik studiert und lebt seit 2006 in Wien. 2009 machte sie mit dem bei Suhrkamp erschienenen Thomas Bernhard Remix-Roman Ausgehen Furore. 2016 erschien der Roman Superheldinnen, für den sie den Literaturpreis Alpha, den Förderpreis des Adelbert von Camiso-Preises sowie den Priesnitz-Preis erhielt. 2017 las sie beim Bachmann-Preis. 2023 erhielt sie den Kunstpreis Berlin für Literatur, zuletzt im Residenzverlag erschienen Die verschissene Zeit und Mini-Horror. Für Mini-Horror wurde ihr der Leipziger Buchpreis für Belletristik sowie der Karl-Ann-Marie Literaturpreis zuerkannt. Und jetzt bitte die Kalender zücken. Am 18. Juni wird die Produktion Das Kitzelmonster am Theater am Werk uraufgeführt, das auf der gleichnamigen Episode aus Mini-Horror basiert. Kitzelmonster hätte ich auch lesen können, aber jetzt habe ich was anderes ausgewählt. Mini wird lebendig begraben. Der Winter kommt und die Seelen erkälten sich. Mini hat in der Zwischenzeit 4 Bücher gelesen, einmal die Frisur geändert und eine Kung-Fu-Prüfung bestanden. Leider laufen ihr Pass und ihre Aufenthaltserlaubnis ab und eines Tages werden auch ihre Organe versagen. Mini und Miki fahren gemeinsam in Minis Heimatstadt, unter anderem damit Mini ihren Pass verlängert. Der Flug würde 100 Euro kosten und eine Stunde dauern, die Busfahrt kostet 50 Euro und dauert 7 bis 12 Stunden. Während Mini der Meinung ist, dass sie genug Lebenszeit im Bus verbracht hat und all das nur eine Qual sein wird, ist Miki aufgeregt über seine erste Busfahrt auf dieser Strecke und freut sich auf das Abenteuer. Außerdem denkt er, dass kurze Flüge sehr schlecht für das Klima sind. Am Reisetag stehen die beiden mit ihren Rucksäcken und Koffern am Busbahnhof. Sie reichen dem Fahrer ihre Karten und der Fahrer fragt Mini in Minis Muttersprache, ob sie mit Miki zusammen ist und ob sie nicht einen von den Unsrigen hätte finden können. Zu Miki sagt er aufgrund von dessen Staatsbürgerschaft schlicht Heil Hitler. Und so, jedes Mal, wenn der Fahrer Miki erblickt, zum Beispiel beim Grenzübergang, sagt er zu Miki Heil Hitler. Dabei zeigt er die entsprechende Bewegung mit der Hand. Am Tag danach. Mini und Miki spazieren durch Minis Heimatstadt und Mini zeigt, wo sie als junge Person am liebsten gekifft hat. Es ist ein schöner, sogar sonniger Nachmittag. Die beiden haben Spaß, Miki, weil für ihn hier alles neu und exotisch ist, Mini, weil sie durch Miki einen gewissen Abstand zu ihrem Herkunftsort bekommt. Während sie im Park stehen und auf den Fluss schauen, sagt Miki, lass uns deine Mutter besuchen. Das Lächeln verschwindet aus Minis Gesicht. Natürlich fühlt sie irgendwo tief in ihrer Psyche eine Verpflichtung und hat nur einen kleinen Push gebraucht, aber eigentlich wollte sie diesmal niemanden anrufen. Du wirst sehen. Während sie das sagt, wählt sie schon die Festnetznummer und als sich ihre Mutter meldet, macht sie ein Treffen aus. Sehr gut, sagt Miki. Ich wollte dir so viel zeigen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind, sagt Mini. Die Atmosphäre ändert sich schlagartig. Der lokale Smog legt sich über die Stadt. Mini hängt nur noch am Handy, telefoniert und schickt Nachrichten. Der Anruf aus Pflichtgefühl führt zu der größten Versammlung, die es in Minis dysfunktionaler Familie jemals gegeben hat. 6 Menschen auf einmal. Am Tag der Familienversammlung. Mini und Miki kommen früh an und sofort merken sie, dass Minis Mutter zu wenige Sitzgelegenheiten organisiert hat. Sie sagt, dass sie sich um die restlichen Plätze kümmern werde, wenn die anderen ankommen. Falls sie überhaupt kommen, sagt sie. Mini kichert, sie findet das typisch und geht auf die Toilette.
Minis Mutter und Miki bleiben allein. Sie lächeln und nicken einander zu. Minis Mutter und Miki stoßen an. Sie versuchen zu reden, aber sie haben keine gemeinsame Sprache. Sie stoßen nochmal an. Als die ersten Gäste, Minis Tante Kitty und deren Sohn Niki, klingeln, läuft Mini aus der Toilette, um die Tür aufzumachen, und Miki ist zu dem Zeitpunkt schon erschöpft von der Pantomime und vielen Missverständnissen. Außerdem ist er leicht betrunken vom Anstoßen. Minis Tante Kitty sagt zu Miki, dass er sehr nett und höflich aussehe und dass sich Mini glücklich schätzen könne, so einen Partner gefunden zu haben. Die Tante wundert sich sogar, dass die tollpatschige kleine Mini, die ihren eigenen Rotz gegessen habe und bis zur Volljährigkeit flach wie ein Brett gewesen sei, überhaupt einen Freund finden konnte. Sie schubst Mini und sagt, übersetz ihm das. Die Atmosphäre ist heiter und angespannt. Minis Mutter serviert kaltes Essen, gefüllte Paprika mit Polenta, dazu gibt es warmes Bier und viele lustige Geschichten über Mini. Mini übersetzt, wie sie sich als Kind blamiert hat, wie sie Dinge falsch ausgesprochen hat, wie sie bis zum 5. Lebensjahr Windeln getragen hat und ähnliches. Mehrere Stunden zu spät kommt schließlich auch Minis Vater, ein Mann mit Sonnenbrille. Er sagt, Hallo Mini, frag ihn, wie ich ihm gefalle. Mit der Zeit wird Miki auf eine Dynamik aufmerksam. Mini wird ständig eingespannt und kritisiert. Sie muss Fernsehkanäle einstellen und das Essen für den Vater doch aufwärmen, Computer reparieren und unnötige Apps löschen. Sie muss saure Gurken schneiden. Mit jeder Aufgabe wächst die Unzufriedenheit der Anwesenden und Minis Frustration. Der Vater lacht Minis Gurkenscheiben aus und der Cousin und seine Mutter finden, dass die Fernsehkanäle die falsche Reihenfolge haben. Zuerst Pink, dann Studio B, das ist die einzige logische Reihenfolge, sagt der Cousin. Miki überlegt, was er tun kann, um Minis Lage zu verbessern. Brauchst du Hilfe? Fragt er, aber Mini hat keine Zeit. Miki, nicht jetzt, ich muss noch Kaffee kochen und danach müssen wir alle in den Garten. 10 Minuten später. Miki bemerkt, dass alle Verwandten ihre Jacken anziehen und da ihm niemand mehr irgendwas erklärt und übersetzt, macht er das, was alle machen. Er zieht auch seine Jacke an. Die Familie geht hinaus, um die Ecke, in einen ungepflegten, verlassenen Garten. Die Anwesenden versammeln sich um eine große Grube, jeder der Verwandten sagt etwas und zeigt auf Mini. Nisi bolja od nas, ne umeš da kuvaš, uvek si bila smotana, nisi lepa. Ugojila si se. Ne znaš ti kako mi ovde živimo. Miki versteht nicht, was sie sagen, aber hier im Buch gibt es natürlich eine Übersetzung. Du bist nicht besser als wir. Du kannst nicht kochen. Du warst immer tollpatschig. Du bist nicht schön. Du hast zugenommen. Du weißt nicht, wie wir hier leben. Mini muss ins Loch. Das Ganze sieht wie ein schnelles Begräbnis aus, nur dass Mini selbst in die Grube hinabsteigen kann, weil sie am Leben ist. Die Mutter schaut und spuckt hinein, die anderen machen ihr das nach. Miki geht selbst zur Grube und will Mini die Hand reichen. Nein, zischt Mini, was machst du da? Plötzlich dreht sich Minis Mutter zu Miki, sie ist wütend, sie nimmt einen Stock und läuft, so schnell sie kann, auf Miki zu. Die anderen Anwesenden folgen ihr, Miki rennt zur Straße und durch den Park zum anderen Stadtteil, er schaut gar nicht, ob sie noch hinter ihm sind, die Verwandten haben ihn eigentlich nur bis zum Zaun verfolgt. Dann sind sie zum Ritual zurückgekehrt. Sie chanten weiter, du bist undankbar, du sollst nicht über uns lachen, du sollst nicht über uns urteilen, du kannst nicht gehen, du kannst nicht bleiben, du nervst. Miki ist inzwischen in Sicherheit. Er muss kurz über das nachdenken, was gerade passiert ist. Mini hat tatsächlich manchmal gesagt, sie versuchen mich in ein tiefes Loch zu stürzen, sie ziehen mich nach unten, aber er hat klarerweise nicht an ein konkretes Loch im Nachbarsgarten gedacht. Während Miki sich noch hilflos um die eigene Achse dreht, in der Hoffnung, einen Orientierungspunkt zu finden oder einen Menschen, den er nach der nächsten Polizeistation fragen könnte, bekommt er eine SMS.
Die Nachricht kommt von Mini und entschärft die Lage. Bin ich tot, alles beim Alten, wir treffen uns am Abend im Appartement. Und 2 Minuten später schreibt sie noch eine Zeile. Familie. Auf dem Weg zum Appartement. Miki bleibt beim Hauptbahnhof stehen und verbindet sich mit einem offenen WLAN, um den genauen Weg herauszufinden. Er war noch nie auf diesem Bahnhof, deshalb weiß er nicht, worauf er aufpassen soll. Wäre Mini dabei, würde sie sagen, vermeide um jeden Preis den Blickkontakt mit den Taxifahrern. Aber sie ist nicht da, sie sitzt in der Grube und wird von ihren Verwandten beleidigt. Die Taxifahrer vom Bahnhof fixieren Miki bereits, da er wie ein typischer Tourist aussieht und perfekt in ihr Beuteschema passt. Kurz legt Miki das Handy weg und schaut naiv und ungeschützt auf, pam, direkt in die Augen eines rauen, riesigen Mannes. Der Mann macht den Mund auf und sagt, Taxi. Ja, ich wollte was anderes lesen, aber eigentlich will ich jetzt das. Okay. Der Freund. Mini und Miki treffen einen Freund in einer Bar und fragen ihn, wie es ihm geht. Der Freund kommt direkt vom Bahnhof, da sein Zug 5 Stunden Verspätung hatte, trotzdem sieht er frisch und glänzend aus. Gut geht es mir, sagt er. Es stellt sich heraus, dass der Freund aufblüht und zwar auf allen Ebenen seines Daseins. Er erzählt von seinen Erfolgen. Mini und Miki freuen sich für ihn. Es gibt ihnen Hoffnung, dass jemand aus dem Freundeskreis so viel Schönes erleben und sich so ein Leben aufbauen kann, auch wenn er nichts geerbt hat. Und gesundheitlich, fragt Miki. Du wirst es nicht glauben, antwortet der Freund. Erinnerst du dich noch an mein Asthma? Klar, eines deiner wesentlichen Merkmale, sagt Miki. Mein Asthma ist weg. Gratulation, sagt Miki. Der Freund steht auf und springt mehrere Male in die Höhe, ohne außer Atem zu geraten. Ich bin fit, sagt er. Tatsächlich, sagt Miki. Mini und Miki bewundern den Freund ehrlich für diese Entwicklung. Super, sagt Mini, du scheinst das Leben ausgetrickst zu haben. Der Freund erzählt, dass er auch bei der Arbeit inzwischen aufgestiegen ist und endlich genug Wertschätzung und Geld für seine Ideen bekommt. Er hat ein Haus gekauft. Ein Haus, sagt Mini. Gekauft, sagt Miki. Er fragt, ob Mini und Miki wüssten, was das Beste sei. Nein, sie wissen es nicht. Das Beste ist, sagt der Freund, dass ich trotz all dieser Entwicklungen jetzt noch viel mehr Freizeit habe. Sein Leben scheint echt nicht schlecht zu sein, er kann sich entspannen. Nice, sagt Mini. Mini merkt, dass ihr die Lobesworte langsam ausgehen. Der Freund macht aber weiter. Er legt mit Hobbys und Liebesleben nach. Er sagt, das Leben ist schön, das muss ich zugeben. Ich bin zufrieden. Und glücklich? Fragt Mini. Ich bin glücklich, sagt der Freund. Ich kann mich nicht beschweren. Spätestens jetzt merkt auch Miki, dass kleine Perlen am Haaransatz des Freundes hinuntergleiten. Dieser kann aber nicht mehr aufhören, seine vorteilhafte Situation zu schildern. Mein Partner ist wunderbar, ihr sollt ihn kennenlernen, ich ernähre mich gesund, ich reise, lese und genieße das Leben, sagt er. Großartig, sagt Mini. Psychisch geht's mir auch gut, sagt der Freund. Mini und Miki sehen einander heimlich immer wieder fragend an. Mit ihrem Freund stimmt etwas nicht. Es wirkt, als würde er das Thema gern wechseln wollen, aber irgendwas erlaubt ihm nicht. Seine Augen sind starr und aufgerissen. Mir geht's gut, sagt er wieder. Bist du sicher? Fragt Miki. Natürlich, mir geht's hervorragend. Der Freund versucht, Mini und Miki zu überzeugen, dass bei ihm alles wirklich so super ist, wie er sagt. Er strengt sich sehr an, bringt immer neue Beispiele. Er zeigt ihnen Fotos vom Haus und Garten. Er lacht nervös. Mini und Miki sind inzwischen alarmiert und beobachten die Adern an seinen Schläfen. Miki bestellt ein Bier und geht auf die Toilette. 5 Minuten später. Er ist zerfallen, sagt Mini, als Miki zurückkommt. Miki sieht zu Boden.
unter den Sesseln, bei der Tür, sogar auf der Schank liegen Teile des Freundes. Er war am Anfang richtig gut drauf, sagt Miki. Jetzt wissen Mini und Miki nicht, was sie tun sollen. Mini fühlt sich schuldig, obwohl sie nichts getan hat. Der Freund ist mitten in seiner Erfolgsgeschichte unsicher geworden und vor allen Anwesenden auseinandergefallen. Stück für Stück sammeln Mini und Miki ihren Freund auf und setzen ihn, so gut sie können, zusammen, damit er im Taxi seine Adresse sagen kann. Ja, das war es, würde ich sagen. Danke. Vielen Dank. Danke. Upsi. Upsi. So. Genau, also die Hauptfiguren heißen Minnie und Mickey. Und das Erste, was man assoziiert, ist Minnie und Mickey Maus. Ich bin eine sehr filmaffine Person und dachte aber auch an so Paare wie, also dieses ungleiche Paar Minnie und Moskowitz, aber auch an Mickey und Mallory Knox von Natural Born Killers. Aha. Stimmt, ja. Was ist so, also wie kam es eigentlich zur Wahl dieser Namen und welches Verhältnis hast du zu Filmen, Videos, Comics, also auch in Bezug auf dein Schreiben? Also zu den Namen, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Ich hatte zuerst nur die Aufgabe, Horrorgeschichten zu schreiben und einen Termin und einen Vertrag. Und das hat mir nicht gereicht. Also die Idee war mit Horrorgeschichten überhaupt, weil ich bemerkt habe im Nachhinein, dass fast alle Geschichten, die ich schreibe, in letzter Zeit Horrorelemente enthalten und dass das zu untersuchen ist. Aber so ein loses Konzept hat mir dann doch nicht so gereicht, weil ich das nicht gewohnt bin. Normalerweise habe ich eben irgendwelche Regeln, die ich aufstelle, bevor ich beginne zu schreiben. Und da hat mir irgendwas gefehlt, was das Ganze zusammenhält. Und ich weiß nicht, irgendwann bin ich auf Mickey und Minnie gekommen, weil die Namen mir auch ein Problem gemacht haben, weil ich nicht wollte nach der verschissenen Zeit, das ist mein letzter Roman, der in Belgrad der 90er Jahre spielt, wollte ich nicht wieder quasi in, also nur über Migrantenschicksal oder eigentlich Fremde sozusagen im anderen Land Schicksale schreiben oder nicht nur und ich konnte aber auch nicht nur Charaktere haben, die, was weiß ich, Lisa und keine Ahnung heißen, Philipp. Philipp ging eigentlich in beiden Sprachen. Ja, jedenfalls wollte ich irgendwas haben, damit ich quasi so wie ich eh will, die Gesellschaft um mich herum ganz anspreche und nicht nur gewisse jetzt Teile, die sich dann nicht oder doch angesprochen fühlen. Und da ist mir Mickey eingefallen als ein sozusagen ein Charakter, der wirklich universal ist, der bekannteste unbezahlte Schauspieler, wie Disney ihn auch mal genannt hat. Das war eben das eine. Also Minnie kann man auch nicht othern. Ich glaube, dass zum Teil auch die Spiegelmann-Maus eigentlich nach dem Vorbild von einem Mickey aus dem Konzentrationslager-Comic kommt. Und das ist ein bisschen meine Theorie. Aber jedenfalls, eben, das ist auch bekannt, dass Mickey irgendwie für alle gelten kann. Und dann habe ich ihn genommen, oder Mickey und Minnie, und natürlich war mir Minnie dann auch wichtiger. Dachte ich einfach als weibliche Figur, wurde sie immer stärker und stärker im Laufe des Schreibens auch. Und als ich begonnen habe, das war so eine verrückte Idee und ich dachte, ja, das wird sicher nicht gelingen, aber ich probiere eine Geschichte damit. Und da war sofort, die Bilder aus dem lustigen Taschenbuch kamen dazu und dann habe ich begonnen, auch die Formen zu benutzen und ja, so kam es dazu. Den Rest habe ich der Frage jetzt vergessen, aber ich glaube, ich habe viel geredet, das war der Sinn der Sache. Genau. Das ist sehr umfassend. Eine meiner liebsten Episoden, also mit der ich mich, glaube ich, einfach sehr gut identifizieren kann, ist Perfect Day, wo Mickey einen extrem perfekten Tag hat, das ist alles urgut, aber irgendwie wartet er die ganze Zeit darauf, dass doch das Unheil hereinbricht und ja. Zitat, aber er ist skeptisch, weil er den Schatten einer riesigen Hand sieht, die über allem schwebt. Können wir uns diese Hand wie bei Ruka vorstellen?
Ja, ein bisschen anders, glaube ich. Also die Hand ist auch fies, aber Mikis Hand ist eine Neoliberale. Ja, also das ist, glaube ich, der Unterschied. Mikis Hand ist, hat ein bisschen andere Prinzipien, die sie verteidigt und ist eigentlich über unseren allen Köpfen. Einfach nur da, muss nichts tun. Kann man dann, also weil du auch gerade so Neoliberalismus sagst, also bei Rucker geht es ja um Kulturschaffende und den Druck auf Kulturschaffende. Könnte man Parallelen ziehen zur Situation von Schreibenden in Österreich und Serbien, auch in Bezug auf Logiken des Marktes? Und viel wichtiger, was kann auf man was tun, des Marktes? Logiken des Aha. Marktes, um sane zu bleiben, also um bei sich zu bleiben, wie kann man damit am besten umgehen? Ich habe keine Ahnung. Also ich hätte eigentlich eher eine entsprechende Geschichte gelesen jetzt, nämlich Selbstständig von Mini, ja. Oder? Also, und ja, das ist jetzt eine sehr Frage, die um sehr lange Antwort fast von mir will, aber ich will das nicht. Also vergleichen Serbien jetzt und Österreich kann ich gar nicht so richtig, weil ich in Serbien eigentlich nur ein Buch, mein erstes Buch veröffentlicht habe und sofort danach nach Österreich gezogen, migriert bin und von hier alles beobachtet habe, was mit dem Buch passiert. Ich habe das Gefühl, also überhaupt ist Serbien im Moment erschreckend neoliberales Land, in dem einfach alles nach Prinzipien von Friss oder Stirb passiert und ich vermute auch der Buchmarkt, da gibt es tatsächlich überhaupt kein System, das Autorinnen oder überhaupt Künstlerinnen auffängt. Das gab es früher schon, eben mit der Hand dann dazu halt irgendwie, vielleicht nicht so eine graue, aber eine etwas buntere, so in Jugoslawien, aber tatsächlich gab es sowas wie Pensionen für, also Rente für Kunstschaffende dann am Ende, falls sie gut mit der Hand umgehen konnten und so. Aber jetzt ist einfach gar nichts und die meisten, die ich kenne, die von ihrer Kunst leben, leben eigentlich auch davon, dass sie im deutschsprachigen Raum etwas machen. Ja, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu hier, wo es, ich meine, ich muss sagen, schon einiges an Stipendien und Unterstützungsfonds und sowas gibt. Es gibt nicht für alle, die Kunst machen, und das ist dann immer noch, also es ist nicht wirklich fair oder so, aber es ist, wenn man das vergleicht, das ist hier Schlaraffenland einfach. Es ist, und es ist aber auch eine Lotterie und es ist auch ein weirdes Gesetz, man muss dauernd mitspielen, um zu schauen, ob man irgendwann mit einem Stipendium oder irgendwas gezogen wird. Ja, und dann gibt es natürlich diese höheren Sphären des Marktes, die ich noch nicht wirklich kenne, keine Ahnung. So, vielleicht werde ich sie jetzt kennenlernen, aber da kenne ich mich nicht aus. Ja, was hatten wir am Ende der Frage? Jetzt habe ich den Anfang geschafft. Vielleicht, wie man mit diesen Logiken umgehen kann, also diesen Marktlogiken, um nicht ganz verrückt zu werden, oder diesen Förderlogiken, also um im Schaffen. Ja. Noch habe ich kein Rezept zum nicht verrückt werden, ich weiß es nicht, aber vielleicht nicht zu persönlich nehmen, einfach überleben, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Puppentheater. Also in die verschissene Zeit schreibst du, also da wird bei Ausbruch des Krieges Puppentheater im Fernsehen gespielt und du schreibst, in RTS lief Puppentheater und das nahm ich als Beweis dafür, dass alles okay sei, was aber ein Irrtum war, weil bald darauf eine Männerstimme das Programm unterbrach. Was ist deine Assoziation zu Puppentheater? Also weil wir auch an einem Puppentheater filmen. Ach so, ja, ich meine, meine erste Assoziation. Ich meine, es sind bei, also im Fernsehen meiner Kindheit sind ganz viele solche Filme gelaufen, so sowjetisches oder irgendwie so polnische Puppentheater. Und das war so wahnsinnig langweilig für mich als Kind, weil die nicht für Kinder sind. Also das sind oft so düstere Geschichten und irgendwelche Plastilinfiguren mit Dramen und so. Aber das, was du ansprichst, ist tatsächlich aus meinem Tagebuch aus dem Jahr 99, als die Bombardierung war. Und das war eine extrem dämliche Puppe. Ah ja, und es gab auch noch eine ganz coole, aber ja, okay, das ist tatsächlich
Affectio und kann man nicht übersetzen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, genau, ich hatte auch so extrem langweilige Minuten mit Puppenzeichentrickfilmen und so gehabt. Und in dem Fall tatsächlich habe ich mir gedacht, ah ja, es läuft eh sowas Banales im Fernsehen. Und dann, ja, das ist irgendwie, man glaubt es nicht, bis tatsächlich diese Stimme kommt und ihr sagst, okay, du wirst gerade bombardiert. Aber ich finde Puppentheater früher auch immer sehr, also ich war sehr überrascht über den Film, weil er ziemlich gut ist und auch sehr rhythmisch, sehr musikalisch irgendwie. Ja, der ist total nett und es hat mir jetzt sehr gut gefallen, aber als Kind hätte ich das gehasst, ehrlich gesagt. Es ist mir zu düster, ich wollte kleine Tiere und Bären schauen und ich weiß nicht. So animierte Figuren. Ja, irgendwas, das süß ist auf jeden Fall, wäre mir wichtig gewesen. Ich habe, also du hast die Episode gelesen, Minnie wird lebendig begraben und da lassen sich auch Parallelen ziehen zu dem anderen Film, den wir gesehen haben, Passage à l'acte. Also es geht in beiden Fällen eigentlich um so eine Familienszene und ich hatte das Gefühl, dass in beiden Filmen, also in beiden Arbeiten eben dieser grotesken Verstärkung von eigentlich oft unbewussten Dynamiken oder die nicht offen ausgesprochen werden, hier eine besondere Rolle zukommen. Wie geht es dir mit dem Grotesken als künstlerischem Mittel? Und hast du manchmal auch irgendwie, haderst du manchmal oder zögerst du manchmal auch damit, das einzusetzen? Ja, also diese Geschichte, inzwischen lese ich sie total gern und sie kommt gut an, aber das, ich habe das Gefühl gehabt, das ist meine schlechteste Geschichte in diesem Band, weil ich eben, du nennst es jetzt grotesk, ich wusste nicht, woran es lag. Ich hatte das Gefühl, das klingt wie Kafka irgendwie und es ist mir zu allegorisch und so. Und das vermeide ich eigentlich normalerweise. Also ich bleibe gern ein bisschen, weil es auch so was Hochtrabendes dann immer in sich hat, was ich, es ist total gegen meinen Stil eigentlich, aber da habe ich mich verleiten lassen und inzwischen genieße ich es und ich finde die Geschichte cool, also weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich weiter hingehen soll, aber tatsächlich bin ich zögerlich, wenn es um solche Elemente geht normalerweise, aber ich, ja genau, also das Groteske an sich vielleicht nicht so sehr, aber das allegorische Kafkaeske kann ich, bin ich vorsichtig, weil ich habe auch zu viele Geschichten gelesen, die damit spielen und dann irgendwie will man nicht auch das nochmal machen. Also ich finde das Kapitel großartig, also Minnie wird lebendig begraben, das saugt ziemlich ein und es ist ziemlich gut, also es ist ein sehr großartiges Kapitel. Thanks. zu Kafka. Du hast doch eine Reihe von kafkaesken Elementen, also auch im letzten Kapitel. Oder was ich irgendwie auch so toll fand, wenn Minnie zur Pflanze wird. Ah, ja. Oder die Mini-Pinguine, also wo so, so eine Art Tierlotterie passiert, was mich auch an so eine Geschichte von Schwitters erinnert hat. Ein bisschen. Es ist eigentlich so Donna Haraway. Ah ja, genau. Ja, ja, so genau. Also inwieweit hat Kafka so ein bisschen einen Einfluss auf dich? Oder also genau, du versuchst eher so... Ich will diesen Einfluss nicht. Mein Leben, ich habe Kafka schon gemacht. Irgendwie habe ich besonders Tagebücher gerne gelesen. Da gibt es schon so extrem coole Sätze. Einer meiner Lieblingssätze aus den Tagebüchern, und das habe ich wirklich mit so 18 gelesen oder so. Ich glaube, er sagt, er schreibt einen Brief an seine Schwester und dann sagt er, ja, seit du gegangen bist, ist alles relativ okay, alles läuft normal und wenn ich alles sage, meine ich mich. Und das war für mich so irgendwie, ich weiß nicht, diese Selbstbesessenheit, das hat mich berührt damals und ich fand es irgendwie cool. Also Kafka finde ich auch oft toll in kürzeren Sachen und er hat aber leider den Hang zu einer Dramaturgie, die ich nicht ertrage und das ist, dass alles immer nur schlimmer und schlimmer und schlimmer wird und nach einer gewissen Zeit werde ich zu unglücklich, wenn ich das lese und das versuche ich zu vermeiden, also das will ich den Leuten nicht antun, das ist, wo wir uns dann trennen, würde ich sagen. Aber dieses, das Absurde ernst nehmen oder so Sachen, die sich reiben in der Realität, dann in den Fokus nehmen, ich glaube, das,
das teile ich schon mit ihm. Du hast auch hinten im Buch 105 Episoden, also 105 Mini-Horrors, glaube ich, mit Mickey und Minnie. Magst du vielleicht ein paar vorlesen? Ja, vielleicht kann man eine... Genau. Möchte jemand vielleicht? Wollt ihr eine Nummer zwischen 1 und 106, glaube ich, 5 sagen? 84? Das ist natürlich auch ein gefährliches Spiel. Man kriegt so personalisierte Horror. Aha, okay. Eine Erbin sagt zu Minnie nach ihrer Lesung, mir kommt das alles so fremd vor. Mit das alles meint sie Minnie und ihr Leben und die Geschichte, die Minnie erzählt. Dreizehn? Eine Psychologin macht sich Sorgen um Minnie, die zu diesem Zeitpunkt ein Gipsbein hat und erlebt nach der Sitzung einen spontanen Beinbruch am gleichen Bein. Und das ist nur der Anfang. Okay. Eins. Mickey fühlt sich im Job benachteiligt. Er mischt seinen Kolleginnen zermahlene Benzos in den Kuchen, um sie zu verlangsamen. Wenn das krass ist, ist, dass die jetzt zufällig wahre Geschichten waren. Du hast ja auch gemeinsam mit Thomas Brandstätter Spiele entwickelt. Also ich glaube, bei Mini-Horror geht es ein Spiel für eine sehr grauenhafte Party, so eine sehr toxische Party, genau. Und die verschissene Zeit, ein Spiel, um alles anders machen zu können. Wo liegt für dich der Reiz in Spielen, ihre Entwicklung und ihr Potenzial? Ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt noch nicht zu Ende erforscht, was man mit Spielen auch für die Literatur und in der Literatur tun kann. Das Erste natürlich in der verschissenen Zeit kommt das ganze Buch aus dem Spiel. Also ich habe ein Abenteuer über meine Kindheit in den 90er Jahren in Belgrad entwickelt und ein Pen and Paper Rollenspiel. Das heißt, ich habe mit 5 Menschen quasi das Setting nachgespielt. Sie haben alle Charaktere aus den 90ern irgendwie sich machen lassen und haben versucht, dort zu überleben in der Inflation, während der Kriege, mit den Mafia-Leuten und so weiter. Und das alles passiert in meiner Neighborhood in Belgrad. Und aus dem, was sie erspielt haben, habe ich dann quasi mein Buch meiner Erinnerungen geschrieben. Das heißt, dieses Spiel war wesentlich. In diesem Fall kommt es zum so Bonusmaterial dazu und war einfach der Grund war, dass wir gerne zusammengearbeitet haben und nochmal was probieren wollten. Und inzwischen aber kommen immer wieder so Leute mit Spielen auf mich zu. In meinem nächsten Buch, im Fußballbuch, wird auch ein Spiel, ein Erzählspiel über die Elfmeter Jugoslawien, Argentinien, ich glaube 1992. Genau, bei der Weltmeisterschaft, wo ich glaube 91, und da haben sie verloren und das war so eine extreme Katastrophe, keine Ahnung. Und das spielt man nach. Und ja, inzwischen lerne ich immer mehr Leute kennen, die sich mit Spielen auskennen und tauche ein bisschen so ein in diese Welt. Und da ist auch sehr viel Erzählkunst, die ein bisschen anders funktioniert dabei und das, ja, es interessiert mich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch mal etwas mit dem Spiel mache, aber es sieht fast so aus, weil inzwischen kommen die Leute selbst mit Ideen auf mich zu. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage. Genau, Mini-Horror ist ja ein sehr, also fast lückenloses, unglaublich reichhaltiges Horrorkabinett, also das auch sehr viele virulente Themen berührt, also Kampf um Wohnraum zum Beispiel, das sehr drastisch formuliert wird, Alltagsrassismus, Arbeitsbedingungen, aber auch Internet-Trolle, wo Minnie Superkräfte entwickelt und aber das auch nicht schafft, diese Internet-Trolle zu bewältigen. Oder eben auch die Klimakatastrophe. Und meine Frage ist, welche Aspekte und welche Themen werden dir selbst in der Rezeption von Mini-Horror wichtig? Ich finde, das ist auch ein bisschen
ähnlich wie eine Frage, so wie stellst du dir, so wenn man, als man klein war, wie stellst du dir deinen perfekten Freund vor? So. Ich war da immer zu dumm, oder ich denke gar nicht so nach und habe nicht ein festes Bild von der Rezeption. Ich will nichts eigentlich Konkretes erreichen. Ich beschäftige mich mit Themen und schaue, was ich da machen kann. Und dann bin ich offen eigentlich dafür, was kommt und lerne daraus. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich Kontrolle darüber habe und bin so gut wie nie enttäuscht. Also ich wäre schon wahrscheinlich irgendwie unglücklich, wenn alle gesagt hätten, das ist einfach nur schlecht und nichts wert und wir wollen gar nicht drüber nachdenken. Aber so ist es meistens so, dass ich eigentlich neugierig bin, was die Leute mir sagen und welchen Blickpunkt sie haben. Also es war mir aber schon das, was du zum Beispiel angesprochen hast, ein bisschen wichtig. Und ich meine, das war auch nicht zu bemerken in dem Buch, aber der Sozialhorror war Schwerpunkt von allen Horrors. Dann vielen Dank und ich finde, genau, wir machen nun Pause. Um 13 Uhr geht es weiter mit einer Diskussionsrunde zum Grotesken in Texten der Wiener Gruppe und der Neo-Avantgarde mit Johanna Oettl, Thomas Eder, Alexandra Milner und Pavel Novotny. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und genau.